Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir saßen gestern noch eine Zeit lang hier draußen. Das war, ich glaube, 11 Uhr oder sowas. Ja, wir haben jetzt zusammen gefrühstückt. Bisamo chillt hier bei offener Tür und der Lias ist schon am Klopfen bei meiner Schwester, aber die schläft definitiv noch. Ich werde jetzt mal den Rasen ein bisschen bewässern. Morgens, wenn man, Lias, hör auf. Morgens, wenn man so, ja, Schuhe anziehen. Es ist zwar warm, aber es ist auch noch so ein bisschen, ja, am Morgen halt, gell, frisch. Wir haben jetzt 7 Uhr. Genau, also am Morgen ist hier immer noch so, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Man kann es wahrscheinlich nicht sehen. Da sind so ganz kleine, wie wenn es geregnet hätte, sind so kleine Tropfen auf der Spitze. Es hat aber nicht geregnet. Und ich habe das gestern früh auch so gesehen, dachte ich mir so, ah ja gut, da musst du nicht gießen, das sieht ja total fresh aus. Und über den Tag hinweg sah das gar nicht gut aus. Deswegen, ich muss jetzt mal ein bisschen gießen, vor allen Dingen die drei Palmen, die brauchen echt mal ordentlich Wasser. Willst du jetzt schon in den Sandkasten? Warte mal, bis Mami Rasen gegossen hat, okay? Jetzt muss ich erstmal das ganze Zeug hier wegräumen, die liegen und so, dass ich in Ruhe gießen kann. Genau, ich würde sagen, ich leg mal los. Ach, mittlerweile haben wir schon 10 Uhr, unglaublich. Ich habe mittlerweile logischerweise den Rasen gegossen. Ich habe zu Hause schon gesaugt. Der Samu macht schon gerade sein zweites Schläfchen. Mit dem Rocky war ich schon Gassi. Ich sitze hier gerade mit dem PC und bin am Rechnung schreiben, beziehungsweise nebenbei, oder beziehungsweise ich werde jetzt gleich auch ein Video anfangen zu schneiden. Irgendwas ist hier alles locker. Meine Schwester, der Lias und die Lilly, unsere Freundin, die sind noch am Frühstücken. Es wurde gestern Abend ziemlich spät, habe ich ja schon gesagt, und die haben noch einen Film geguckt und deswegen, ach Gott, sind die jetzt erst am Frühstücken. Genau. Ich habe heute jetzt eigentlich gar nicht großartig was geplant. Ich möchte heute mal ein bisschen versuchen, intensiver zu arbeiten. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Der Samu, übrigens, jetzt ist sein, also das war ja die ganze Zeit so, dass man den Zahn gespürt hat oder so teilweise halt am Zahnfleisch gesehen hat, dass da bald was kommt. Und jetzt ist halt so ein weißer Duppen draußen. Also man sieht jetzt sozusagen, der Zahn ist durchgebrochen. Ich glaube, ich habe es euch gestern schon gesagt. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Gott, ich bin so verwirrt. Joa. Ansonsten ist heute mal der Plan, vielleicht ein bisschen zu chillen und zu arbeiten, so gut es irgendwie geht. Ja, und durch diese Zahngeschichte ist der Samu nämlich ziemlich so. Er will entertained werden, er will Körpernähe, er will bei einem sein. Wenn ich ihn alleine mal kurz hinlege, dann fängt er direkt an zu meckern. Ist auch total verständlich. Diese Zahngeschichte tut natürlich auch weh. Ich bin froh, dass es nur das ist, wenn ich höre, was bei anderen immer abgeht mit Fieber und Durchfall und ständiges Durchbrüllen, dann ist das bei uns ja noch Pustekuchen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wenn der Samu wach ist, ich einfach null arbeiten kann. Egal ob am PC oder Haushalt oder sowas, funktioniert einfach gar nichts. Es sei denn, ich habe ihn halt auf dem Arm und mache halt irgendwie was mit der anderen Hand. Aber ansonsten, ja. Ja, ich würde sagen, ich mache hier mal weiter. Solange er nämlich am Schlafen ist, muss ich das nämlich noch ausnutzen. Oh, Baby Samu ist mittlerweile wach. Ich habe ihm die ganze Zeit die Zähne massiert und jetzt singe ich ihm vor und er chillt einfach bei mir. Es ist schön, gell, hier im Schatten. Hinter der Palme. Hast du Rocky einen Stock gefunden? Nachmittag Gassi gehen. Der Lias hat gerade Mittag gegessen. Danke. Nein, Auto kommt jetzt nicht. Komm. Ja, Autos kommen, gell? Muss man aufpassen. Ja, der Elias hat gerade schon Mittag gegessen. Wir sind jetzt mal eine Runde spazieren, ein bisschen die Beine vertreten, gell? Und dann gehen wir wieder nach Hause. Ist nämlich gerade Nachbar gekommen zum Besuch mit seiner kleinen Tochter. Dann kann er die jetzt gleich noch mal ein bisschen mit ihr spielen, aber dann geht es auch ab ins Bett. Wir haben nämlich kurz nach 12. Und er soll spätestens um 1 Uhr dann im Bett sein, zum Mittagsschläfchen machen. Adriana ist da, genau. Da gehen wir gleich wieder, gell? Ja, alle zusammen spielen, gell? Ja. Guten Morgen. Ja, wir sind eine Runde Gassi. Haben schon einiges erledigt. Ja. Hallo, ihr Lieben, wir machen
beziehungsweise der Sabo macht mittlerweile sein zweites Schläfchen und wir machen hier mal eine guten Morgenrunde. Ich habe gestern endlich ganz final unsere Sitzecke bestellt für draußen. Ja, wir wollten ja eigentlich erst sowas mit Rattan haben, aber wir haben uns dann umentschieden. Erstens, weil wir mit Rattan echt nichts gefunden haben, was irgendwie schön war, groß genug war. Und wenn es schön und groß genug war, dann hat es halt gleich 3000 Euro gekostet. Und ganz ehrlich, das sehe ich nicht ein. Davon abgesehen, wenn wir selbst die tollste und... Das sind Vögel, ja. Wenn wir die tollste und teuerste Rattan-Ecke gehabt hätten, im Vergleich zu dem, was wir jetzt bestellt haben, ich hätte mich trotzdem zu dem entschieden, was wir jetzt haben. Und zwar haben wir uns für Paletten entschieden. Ich finde das so schön, gerade mit unseren weißen Steinen. Wie meine Schwester immer sagt, Ibiza-Style. Also ich finde, das ist total Urlaubsfeeling. Ich mag das total. Man kann diese Palettenoptik im Prinzip so ein bisschen urlaubslike gestalten, wie in so einem Beachclub. Oder man kann das auch alles so ein bisschen Boho-Style-mäßig gestalten. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Accessoires man nimmt, was für Farben. Also wir haben diese Paletten jetzt nämlich nicht in Braun, sondern in Weiß gewählt. Und die Sitzauflagen in Anthrazit, dass es einfach wirklich dann zu unserem Style passt. Bin gerade noch... Lias, komm! Ja, Vögel fliegen weg, genau. Die Vögel. Bin auch gerade dabei, einen passenden Tisch zu finden. Ich glaube, ich habe jetzt einen passenden. Und die ganzen Sachen, ich habe noch so Sachen bestellt, dass man sich gescheit hinten anlehnen kann. Ich zeige euch das am besten, wenn das alles gekommen ist. Und Dekokissen habe ich auch noch bestellt. Die sehen so schön aus. Auf jeden Fall wird das alles schon nächste Woche zwischen Montag und Mittwoch geliefert. Also richtig, richtig genial. Das ist das gleiche wie unser Auto, genau. Nissan, gell? Also richtig, richtig genial, dass es schon nächste Woche da ist. Und ja, da müssen wir uns nur ein bisschen zusammenbasteln. Ich habe nämlich, also es gibt solche... Tante-Autos, Hyundai, genau. Wir haben nämlich keine Möbel gefunden, die schon fertig geschnitten sind. Also gab es schon, aber meistens sind braun. Und die paar, die ich gefunden habe in Weiß, die waren komplett ausverkauft. Deswegen werden wir das Ganze selber zusammenschrauben, was echt gar keine Action ist. Das ist super, super einfach. Es ist auch günstiger, sich die Paletten zu holen. Ich habe jetzt 10 Paletten in Weiß bestellt für 400 Euro. Also mega. Natürlich dann die ganzen Sachen für den Rücken braucht man noch und die ganzen Kissen. Genau, also wir sind jetzt so bei 1,1, also 1.100 Euro. Kann man echt nichts sagen. Das ist halt eine richtig große Ecke, die wir jetzt gemacht haben, so in der U-Form. Genau, es kommt natürlich auch auf die Größe an, logischerweise. Und die Kissen und Rückenkissen und Popokissen sozusagen, Seitenkissen, die sind halt auch nicht ganz günstig. Also da muss man auch schon noch mal ein bisschen was... Die kosten im Prinzip genauso viel wie die, sogar mehr, wie die Paletten an sich. Deswegen, ja. Aber ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und ich glaube, das wird einfach so wunderschön aussehen. Genau, ja, aber mehr dazu nächste Woche. Nächste Woche Montag sind wir übrigens nochmal beim Arzt mit meiner Sister. Ja, mal gucken, was da alles so rauskommt. Und so, gerade einen Nachbarn getroffen. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, genau, also die Sitzmöbel, die Lounge kommen zwischen Montag und Mittwoch. Ich werde jetzt gleich nochmal den Tisch, den ich rausgesucht habe, mit meiner Schwester bequatschen, ob der in Ordnung ist. Genau, wir wollten halt auch was aussieht wie so Paletten. Aber auf jeden Fall mit so einer... Es muss keine Glasplatte sein, eher vielleicht so ein Plexiglas. Obwohl, ist mir eigentlich egal. Auf jeden Fall, dass es halt so eine Auflage hat, die man halt auch abwischen kann und wo man ganz normal Gläser hinstellen kann, ohne dass irgendwie was, ja, zwischen diese Paletten rutscht. Ja, und sowas habe ich jetzt gefunden, deswegen ich zeige es dir mal. Joa. Ansonsten ist heute auch nicht großartig was geplant. Ich habe so ein paar Sachen auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte nämlich gerne mal ein paar Sachen aussortieren. Aus Beauty-Bereich und Schuhe weiterhin und eigentlich auch ganz dringend Klamotten, denn alles ist viel zu voll. Ich habe die letzte Zeit wieder viel eingekauft und meine Schränke platzen einfach aus allen Nähten. Und es gibt so manche Sachen,
an denen hänge ich, weil ich die schon jahrelang habe. Und ich habe sie aber auch gleichzeitig jahrelang nicht angehabt. Deswegen, ja, ich muss mal ein bisschen aussortieren. Ja, Schützi. Vielleicht auch mal so Sachen aussortieren, wo ich weiß, die passen mir einfach so 1 Million% nicht und auch nicht die nächsten, was weiß ich, das nächste Jahr. Ich habe euch ja schon mal erzählt, nach einer Schwangerschaft, der Körper verändert sich einfach sehr. Und es kann sein, dass ich zum Beispiel genauso viel wiege wie in der Zeit, wo ich mich super wohl gefühlt habe, ich aber einfach nicht mehr die gleiche Körperstatur habe. Zum Beispiel, ich hatte ja schon immer ein sehr breites Becken und dass es jetzt durch die Schwangerschaft noch breiter geworden ist. Genau, dass ich zum Beispiel allein durch meine breiten Hüften gar nicht mehr irgendwann mal, egal wie sehr ich abnehmen würde, zum Beispiel in eine 36 reinpassen würde. Ja. Und das nimmt halt einfach super, super viel Platz weg, weil ich einfach super viele Klamotten habe, die echt klein sind und wo ich nicht weiß, ob ich jemals wieder reinpassen werde und die ich einfach jetzt mal in einen Karton stecken werde. Und ich werde teilweise Sachen weggeben und teilweise Sachen einfach mal, wo ich sage, okay, da hängt echt mein Herz dran, vielleicht klappt es ja irgendwann, dass ich sage, okay, ich werde die dann... Jetzt komme ich schon wieder unterbrochen worden von einem Auto, es ist so nervig. Naja, genau, ich möchte einfach mal so ein paar Sachen, wo mein Herz dran hängt, wirklich auf dem Dachboden trotzdem. Ja, wie geht das so, Tante? Auf dem Dachboden packen und andere Sachen dann weggeben. Ich wurde übrigens auch schon damals bei meinen Schuhen, als ich ausgemistet habe, gefragt, ob man die kaufen kann, ob ich die weggeben möchte und so weiter und so fort. Grundsätzlich nein. Ich spende alles zu 100%. Es gibt ab und zu mal ein paar Sachen, die rausgepickt werden von meiner Mama, von meiner Schwester. Aber ansonsten... Ja, ich spende alles. Ich habe gar keinen Nerv, die Sachen irgendwie zu fotografieren und online zu stellen. Ich habe dazu einfach gar keine Zeit. Und so kann man vielleicht ein paar Menschen, die es brauchen, denen eine Freude machen von daher aus. Also falls jemand fragen sollte, ob ich die Sachen irgendwie verlose und sowas. Nein, ich spende alles grundsätzlich. Genießen wir das. Ja, richtig genießen. Wow, Gottes Tag. So, meine Schwester ist hier, der Elias ist hier, der ist aber nur in Bademode, deswegen zeige ich ihn euch jetzt nicht komplett. Aber wir haben jetzt mal unsere Sitze endlich bekommen. Michael, wie fühlt sich das an? Ihr sitzt ja gar nicht richtig drauf. Gut, auf jeden Fall sind das die Sitze. Ich bin jetzt ganz runtergerutscht, dass ich hier meinen Kopf so anlehne. Okay, also das sind auf jeden Fall die Sitzsäcke. Wir haben jetzt auch gesagt, wir nehmen diesen Teppich hier hin. Es kann sogar sein, dass wir die beiden Dinger hier behalten, zum Füße drauf machen. Und der kleine Teppich wird nämlich dann hier in die Mitte kommen, weil hier wird ja eh die große Sitzecke sein. Einmal so ein U, in der Mitte dann der Tisch und das wird dann, glaube ich, ganz gut passen. So, darf ich die Dinger jetzt mal zeigen? Nee, gell? Das heißt, du musst aufstehen. Move! Nein, nein, Spaß. Bleib sitzen, ich zeig's, wenn ihr beide weg seid, weil der Elias chillt da jetzt auch noch. So, wir saßen eigentlich die letzten, keine Ahnung wie viele Stunden, dort hinten in der Ecke. Hier ist noch die Verpackung, das muss man später mal klein machen. Wir haben da Trauben die ganze Zeit gegessen, der Elias auch, mag er momentan sehr, sehr gerne. Ich hatte ihn auch vorhin hier Wasser reingemacht, weil er unbedingt ins Wasser wollte und hat einfach nur die ganzen Spielzeuge reingemacht. Und noch was haben wir gemacht. Haare geschnitten. Plötzlich komplett zugezogen. Aber meine Schwester hat gerade geschaut, es soll ab 14 Uhr wieder komplett sonnig werden. I hope so. Wir werden jetzt mal Mittag essen. Ich habe mich auch schon hier nämlich in Bademode geschmissen. Ich wollte mich nämlich heute mal ein bisschen sonnen, ein bisschen Farbe tanken. Ich habe auch gerade schon oder vorhin meine Beine nämlich epiliert. Und dann dachte ich mir so, komm, ich schneide den Elias jetzt mal schnell die Haare, weil der hat echt voll die Matte auf dem Kopf gehabt. Die musste mal weg. Baby Samo, was machen die da? Du siehst die gar nicht richtig, gell? Guck mal. Genießt auf. Ja, ich bin froh, dass die Dinger gekommen sind. Die sollten nämlich auch erst nächste Woche kommen. Weil die Sitzecke hier ist, es wird richtig genial ausschauen. Joa, Miami. Hockt einfach da unter dem Tisch. Läuft bei ihr. Sieht aus, als ob sie im Moment so schütten würde, aber es ist kein Regen angesagt. Hoffentlich stimmt das auch. Ich habe auch schon einen Vlog geschnitten. Der ist jetzt auch schon hochgeladen, beziehungsweise ich mache gerade mein Thumbnail. Und ich habe Post bekommen, sehe ich gerade. Einmal von Mindpunkt und einmal von, ich glaube, Ideal of Sweden. Ich packe das gerade mal aus und zeige es euch. So.
aufstehen. Es ist Werbung. Oh, es gibt jetzt auch. Was machen die da draußen? Es gibt jetzt auch solche Verpackungen für so Earpods. Not nice. Und das hier ist eine neue Handyhülle. Die ist echt schön. In so einem Marble. In so Gold, Beige, Weiß. Sieht richtig schön aus. Die werde ich mir gleich mal drauf machen. Die ist echt hübsch. Und dann kam noch was von meinem Punkt. Ich hatte mir eine neue Kette ausgesucht. Und es gibt auch neue Ringe. Da haben sie gesagt, dass sie den mal mit reinlegen werden. Und zwar gibt es solche Ringe mit Buchstaben. So kommen die immer in so Kästchen. Rocky wieder am Durchdrehen. So, einmal dieser Ring hier. Der ist so schön. Moment, der hier ist übrigens auch von meinem Punkt mit diesen Perlen. Beziehungsweise diese Kugeln. Die sind auch so ein bisschen elastisch, richtig hübsch. Das sind ja meine Ehringe. Das hier ist übrigens auch von meinem Punkt. Deswegen ziehe ich das immer gerne zusammen an, weil es gut zusammenpasst. Hier ist so ein Kreuz mit dran. Und schaut mal. Also, das ist jetzt der Buchstabe O. Ich habe mir nämlich überlegt, okay, welchen Buchstaben nehme ich denn? B für meinen Mann, S für Samu, L für Lias, A für mich selbst. Und irgendwie hatte ich auf alles keine Lust, so einen richtigen Buchstaben zu tragen. Deswegen, ich fand I mit einfach nur einem Strich oder O, dieser Kreis, das ist eigentlich die Erklärung. Also das O hat keine richtige Bedeutung, sondern einfach, weil ich es schön finde. Ich wollte schon immer mal so einen, ja, so einen runden Kreis haben oben auf dem Ring. Richtig, richtig hübsch. Und jetzt kommt einer der Ketten. Ich habe die gesehen, die sind relativ neu draußen. Ich bin einfach nur verliebt. Schaut mal. Wie hübsch ist die bitte? Ihr wisst ja, ich liebe diese ganzen, schaut mal, die Ohrstecker hier, die sind auch von meinem Punkt. Und das ist genau dieses Kleeblatt-Design, was sie ja eben, ja, das ist eigentlich so mein Punkt. Das ist ja auch deren Logo hier. Es sieht einfach so, 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 so schön aus. Und als ich diese Kette gesehen habe, dachte ich mir nur so, oh mein Gott, ich muss sie haben. Ich zeige sie euch mal angezogen. Okay, wie schön ist die bitte? Ich liebe sie. Richtig, richtig hübsch. So, jetzt werden wir mal eine Runde Linsensuppe essen. Die hat meine Schwester nämlich gestern gemacht. Und dann wird der Lias ins Bett gehen. Doch ins Bett gehen. Ihr Lieben, ich melde mich später wieder. So, ich war gerade Gassi, aber alleine. Wir haben nämlich gerade zu Mittag gegessen. Ich habe den Lias dann hingelegt. Genau. Und ich werde mich jetzt ein bisschen an die Arbeit begeben, bis meine Tante kommt. Die müsste auch jetzt bald kommen. Die kommt uns nämlich besuchen und bleibt auch ein paar Tage bei uns. So, ich wollte es euch ja nochmal zeigen. Die Infobox verlinken, die habe ich von Amazon nämlich.